Eure Karl Meisters lesen aus Weihnacht. Winnetou und Old Shatterhand in ihrem ungewöhnlichsten Abenteuer. Die große Charity-Lesung zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Let's go! Kapitel 10. Von der Erinnerung übermannt, hielt sie kurz inne, atmete tief ein und fuhr fort. Dann saß ich auf dem Schemel und strengte mich an, mich zurückzufinden. Mein Sohn schmiegte sich an mich und sagte mir, es sei etwas in meiner Tasche, was sie mir gegeben hätten. Ich nahm es heraus und hörte den Klang von Geld. Herr, das Wort Geld ist ein gemeines, hässliches Wort. Aber ich sage Ihnen, als ich die Silberstücke zählte, wurde es bei jedem einzelnen lichter in mir. Ich dachte in diesem Augenblick nicht an die Größe ihres Opfers, sondern nur daran, dass es mir Rettung brachte. Es kam wie eine Erlösung über mich. Ich konnte weinen, weinen, weinen. Wie es dann kam, weiß ich nicht. Aber ich hatte ihr Gedicht in den Händen, kniete am flackernden Herdfeuer und las unter Tränen ihre Mahnung. Hat der Herr ein Leid gegeben, gibt er auch die Kraft dazu. Bringt dir eine Last das Leben? Trage nur und hoffe du. Das hat ein Schüler, ein armer, vielleicht 15-jähriger Knabe gedichtet. Und ich? Es war fast wie Scham, was ich empfand. Ich ging voraus vor die Mühle und betete. Herr, mein Gott, ich konnte wieder beten. Als ich dann in die Stube zurückkehrte, hatte alles ein ganz anderes Aussehen. Das Elend war verschwunden und dafür war ein stiller, wehr Ernst zurückgeblieben. Die Botenfrau sagte mir, dass auch sie Geld von ihnen bekommen hätte und sie sich nun morgens einmal richtig satt essen wolle. Mein Knabe sah mich mit so liebevollen Augen an und über das Gesicht des Toten hatte sich ein ruhiger, seliger Hauch des Friedens ausgebreitet. Ich war damals nicht in der Lage, mich nach ihnen zu erkundigen. Und es dann durch Briefe von Amerika aus zu tun, verboten uns gewisse Gründe, über die ich hier nicht sprechen kann. Höchstens darf ich sagen, dass der Name Wagner falsch war und dass wir verschwunden sein mussten, ohne eine Spur zurückzulassen. Wir hätten zwar vielleicht erfahren können, was sie geworden sind, denn wir wussten ihren Namen und nein, wir wussten sie nicht, fiel ich ein. Es steht doch unter dem Gedicht. Nicht ganz. Es fehlte eine Silbe. Ich heiße Meier. Als sie bemerkte, dass ich dabei lächelte, fragte sie, darf ich vielleicht annehmen, dass es eine Silbe zu viel ist? Ein Schüler setzt, wenn ein Gedicht von ihm veröffentlicht wird, wohl keinen falschen Namen darunter. Ich meine vielmehr, dass er stolz sein wird, sich gedruckt zu sehen. Wie es scheint, sind sie in den tiefsten Tiefen der deutschen Schülerseele eingedrungen. Dennoch muss ich dabei bleiben, dass ich hier im Westen Meier heiße. Darf man die Gründe erfahren? Jetzt noch nicht. Sie haben ihre Geheimnisse und ich besitze auch welche. Jedenfalls aber werden die meinigen noch vor meiner Abreise offen vor Ihnen liegen. So sollen Sie jetzt meinen Sohn sehen. Ich wollte ihn rufen, denke aber, dass wir ihn lieber in seinem Zimmer überraschen. Bitte kommen Sie. Sie führte mich durch eine Tür in ein einfaches, aber sehr trauliches Wohnzimmer, dessen Ausstattung ebenso wie der Empfangsraum ein Investment als Besitzer verriet. Von hier aus ging es in eine kleinere, einfenstrige Stube, wo an einer Wand ein voller Bücherständer und gegenüber ein Schreibtisch stand, an dem ein junger Mann saß, der bei unserem Eintritt aufstand und uns fragend anblickte. Man sah in seinen feinen Zügen die geistige Arbeit an. Ich erkannte ihn trotz seines Schnurrbartes sofort. Sieh dir diesen Herrn an, sagte meine Mutter. Ich bin begierig zu erfahren, ob du erraten kannst, wer er ist. Er betrachtete mich eine Weile, schüttelte den Kopf. Ich sehe ihn heute auf jeden Fall nicht zum ersten Mal, aber erraten, wer er ist, das vermag ich nicht. Möglich, dass die dunkle Gesichtsfarbe schuld ist. Der Herr ist von der Sonne verbrannt und vom Wetter mitgenommen, wie ein Fallensteller. Fallensteller, lachte sie. Um braun zu werden, braucht man nicht auf der Prärie oder im Urwald herumzulaufen. Herr Meier hat den Westen jedenfalls noch nie gesehen. Denn er ist, ich will dir einhelfen, er ist ein Dichter. Dichter? Meier? Mai?
Mai? Da flog ein Strahl freudigen Erkennens über sein Gesicht. Er streckte mir beide Hände entgegen. Unsinn, Meier! Welch eine Überraschung! Eine größere Freude konnte uns gar nicht werden. Jetzt erkenne ich sie und bin darüber verwundert, dass es nicht sogleich geschehen ist. Obgleich sie damals ein kleines, schmales Kerlchen waren und jetzt fast wie ein Innsman aussehen. Er schüttelte mir dabei die Hände so anhaltend, dass die Aufrichtigkeit seiner Freude keinen Zweifel unterliegen konnte und schob uns dann ins Wohnzimmer zurück. Hier ist kein Platz für ein frohes Wiedersehen. Meine Bücherrücken machen ein so ernstes Gesicht, dass wir uns ihren Augen unbedingt entziehen müssen. Es waren fast lauter juristische Werke und ich bekam später Gelegenheit zu bemerken, dass sie sich meist auf die in Österreich geltenden Rechte bezogen. Den Grund sollte ich dann noch erfahren. Die beiden guten Menschen wollten vor allen Dingen möglichst viel über mich und meine Verhältnisse wissen. Ich konnte ihnen nur kurz sagen, dass ich Reiseschriftsteller sei und über meine Vermögenslage nicht zu klagen hätte. Dann mussten sie sich einstweilen zufrieden geben. Sie baten mich, während meines Aufenthalts im Westen bei ihnen zu wohnen. Und ich war überzeugt, dass ihnen das Eingehen auf diese Einladung große Freude gemacht hätte. Aber ich schlug es ihnen höflich, doch bestimmt ab. Denn meine Erfahrungen auf diesem Gebiet lassen sich mit wenigen Worten ausdrücken. Ich habe zwar gern Gäste, bin aber nicht gern selber Gast. Ich entschädigte sie durch das Versprechen, am Abend wiederzukommen. Sie meinten, dass ich heute im Gasthof doch nicht arbeiten könne, weil der Lärm des Festmahls und des Balls mich um die nötige Sammlung bringen würde. Die Jägerabteilung zog mit Musik durch die Stadt und dann nach dem Platz, auf dem die Schießübungen stattfanden. Ich ging auch hin, um zuzusehen. Die Herren schossen für ihre Zwecke gut. Ein Schütze nach Westmannsart war aber nicht dabei. Ich entschädigte sie durch das Versprechen, am Abend wiederzukommen. Sie meinten, dass ich heute im Gasthof doch nicht arbeiten könne, weil der Lärm des Festmahls und des Balls mich um die nötige Sammlung bringen würde. Die Jägerabteilung zog mit Musik durch die Stadt und dann nach dem Platz, auf dem die Schießübungen stattfanden. Ich ging auch hin, um zuzusehen. Die Herren schossen für ihre Zwecke gut, aber ein Schütze nach Westmannsart war nicht dabei. Auch den Prayerman erblickte ich, der auf dem Platz umherging, um seine Schriften feilzubieten. Er schien gute Geschäfte zu machen. Der Festplatz zeigte genau das Bild einer deutschen Vogelwiese und konnte mich daher nicht lange fesseln. Als es dunkel zu werden begann, suchte ich mein Gasthaus auf, wo die Herrichtung der Festtafel alle Hände in Anspruch nahm. Der Wirt hatte sich einige Aushilfskellner von auswärts kommen lassen, weil unter den durchweg wohlhabenden Bewohnern dieser Stadt keiner zu finden gewesen war, der sich zu diesem Dienst herabließ. Da ich Durst hatte, setzte ich mich, ohne zuvor auf mein Zimmer zu gehen, an einen Ecktisch und ließ mir ein Glas Bier geben. In der gegenüberliegenden Ecke saß ein Mann auch beim Bier. Wir waren vorläufig die einzigen Gäste. Er sah gelangweilt vor sich hin und blinzelte zuweilen forschend zu mir herüber. Wahrscheinlich sehnte er sich nach Unterhaltung und hetzte mich heimlich darauf ab, ob ich die Person wäre, bei der er das Gewünschte finden könnte. Nach einiger Zeit stand er auf, schlenderte durch die Stube und kam dabei so nebenher an mir vorbei. Er blieb stehen und grüßte. Good evening, sir. Schönen Tag heute, nicht? Well, nickte ich. Er sprach Englisch, also tat ich es auch. War Festtag für die Jäger, wissen Sie das? Yes. Feine Schütze, nicht? Na, so leidlich. Wie? Ja, nur leidlich. Yes. Versteht ihr denn etwas davon? Yes. Seid wohl selber ein guter Treffer? No, nicht. Und wollt doch etwas davon verstehen? Yes. Wie reimt sich das denn zusammen, Sir? Ihr scheint überhaupt ein sehr gesprächiger und unterhaltender Mann zu sein. Ich aber langweilige mich dort an meinem Tisch. Darf ich mein Bier holen und mich zu euch setzen? Yes. Ich hatte seine Fragen immer nur mit einem einzigen Wort beantwortet. Und doch nannte er mich einen gesprächigen und unterhaltenden Mann. Jedenfalls war er das mehr als ich. Als er sich bei mir niedergelassen hatte, nahm er den zerrissenen Faden wieder auf. Also, wie reimt sich das zusammen? Ihr meint wohl, dass man ohne selber schießen zu können, zu beurteilen vermag, ob jemand ins Schwarze getroffen hat. Yes. Das ist nicht falsch gedacht. Aber zuschauen oder selber schießen,
Das ist ein Unterschied. Und das Schwarze nur einmal zu treffen oder alle Kugeln nacheinander hineinzujagen, das ist auch nicht ein und dasselbe, meint ihr nicht? Yes. Solltet einmal mich schießen sehen. Möchtet das wohl gern, Sir? Yes. Könnt das Vergnügen einmal haben, wenn ihr einige Tage hier bleibt. Wann wollt ihr wieder fort? Morgen? No, nicht. Ich schätze nämlich, dass ihr auch fremd hier seid, wie ich. Habe ich recht? Yes. Schön, wir sind also in dieser Beziehung Kameraden und Kameraden müssen zusammenhalten. Stellen wir uns darum aneinander vor. Kennt ihr mich? No. Ich heiße Water. Jedenfalls habt ihr diesen Namen schon oft gehört? No, nicht. Das wundert mich. Ist euch etwa auch der Name Wally unbekannt? Yes. Jetzt fiel ihm ein, meine Wortarmut. Er murrte, yes, no, yes, no. Tut doch den Mund etwas weiter auf. Ihr könnt das ruhig wagen, denn ihr verschwendet eure Worte an keinen Unwürdigen. Werdet ihr sofort erfahren. Sagt mir nur vorher, wie er heißt. Meyer. Meyer? Ja, schöner Name. So schön, dass sich ein paar Millionen Menschen friedlich daran geteilt haben. Nicht? Yes. So ein friedlicher scheint auch ihr zu sein. Wenigstens kann man bei euch, bei eurer kurzen Ausdrucksweise, keinen großen Streit mit euch anfangen. Sagt doch einmal, Mr. Meyer, was habt ihr eigentlich für ein Geschäft? Writer. Writer? Sowieso. Also Tinte und Feder. Das reicht freilich nicht aus zu einem guten Schuss. Der Wilde Westen ist euch wohl gerade so unbekannt wie mein Rücken dem Bauch. Zwei ganz entgegengesetzte Seiten. Aber nun sollt ihr erfahren, was ich bin. Ich bin nämlich ein Westman. Wisst ihr, was das ist? Yes. Ja, aber verstehen werdet ihr nichts davon. Und ich bin nicht nur ein Westman, sondern sogar ein ganz berühmter. Und Wally ist auch so einer. Wir sind nämlich stets beisammen. Nur heute nicht. Er ist noch unterwegs, kommt aber nach. Er kann jeden Augenblick da der Tür hereintreten. Ihn müsst ihr auch die Büchse handhaben sehen. Ihn und mich. Wally sollte morgen schon da sein. Würde mich freuen, sehr freuen. Des Wettschießens wegen. Wettschießen, sagte ich. Ja, Mr. Meyer. Ich war da draußen auf dem Platz, gleich als das Schießen begann. Da gab es so ein paar Jäger, die groß taten. Habe über sie gelacht und bin eine Wette mit ihnen eingegangen. Das müsst ihr morgen sehen. Werde mir da ein paar Dollar verdienen. Ne? Brauche es zwar nicht, denn ich habe genug. Wally auch. Wir sind nämlich ungeheuer reich an Goldstaub und an Nuggets. Wisst ihr, was das ist, Nuggets? Yes. Ja, wissen werdet ihr es, aber gesehen habt ihr wohl noch keine. Will euch mal welche zeigen. Da, schaut her. Er griff in die Tasche und brachte eine halbe Handvoll Goldkörner hervor, die alle Erbsen- bis Haselnussgröße hatten. Das waren natürlich auserlesene Nuggets, die er stets bei sich trug, um sie vorzuzeigen und damit zu protzen. Der unvorsichtige Mensch. Er fuhr fort. Habt ihr eine Ahnung, wie viel das ein Geld ist? Sagt es mir einmal. $5, antwortete ich, obwohl ich wusste, dass die Nuggets einen Wert von mindestens 25 hatten. $5, lachte er. Ihr seid ja fünfmal verrückt, Mr. Meyer. Wenn ihr mir 30 geben wollt, so bekommt ihr das Gold noch lange nicht. Und nun hört, was ich euch sage. Er bog sich über den Tisch herüber und flüsterte mir im wichtigen Ton zu, ich habe wenigstens einen halben Zentner solcher Nuggets. Das sind wohl so über $14,000, versteht ihr mich? Yes. Und Wally hat noch viel, viel mehr. Habt ihr eine Ahnung, woher wir diese Menge an Goldstaub und Körnern haben? No. Wollt ihr es wissen? Yes. Seid ihr aber auch verschwiegen, Mr. Meyer? Yes. Gut, so will ich es euch sagen. Er ließ die Nuggets wieder in die Tasche gleiten und sprach weiter. Ihr wisst natürlich, was man unter einer Bonanza, einem Placer oder einem Finding Hole versteht. Eine Bonanza ist eine Stelle, wo das Wasser einen mächtig großen Goldklumpen aus dem Gestein gewaschen hat. Solche Orte sind aber außerordentlich selten. Es sollen Klumpen von mehr als Zentner Schwere gefunden worden sein. Ein Placer ist überhaupt eine Stelle, wo Gold in irgendeiner Form gefunden wird. Mit den Finding Holes aber hat es eine eigenartige Bewandtnis. Wenn nämlich das Wasser das Gold aus den Bergen herausgeschwemmt hat, nimmt es dieses je nach der Schwere langsamer oder schneller mit sich fort, schleift die Stücke rund wie Steine,
die man dann im Flussbett findet. Gibt es nun unten auf dem Grund des Wassers ein Loch oder sonstige Vertiefung, so wird alles Leichtere darüber hinweggerissen, während die größeren Goldstücke ihrer Schwere wegen in das Loch fallen und es nach und nach ausfüllen. So eine mit Gold ausgefüllte Stelle wird ein Finding Hole genannt. Solange es sich unter Wasser befindet, kann man es nur durch irgendeinen Zufall entdecken. Aber es kommt auch nicht selten vor, dass das Wasser plötzlich einmal einen anderen Lauf nimmt und sich ein neues Bett gräbt. Dann wird das vorige bloßgelegt und trocknet aus, sodass Gold zu sehen ist. Allmählich wehen die Winde von Staub und Laub und anderen Dingen eine Decke darüber, unter der das Finding Hole wieder verschwindet. Aber das Auge eines guten Goldsuchers ist scharf und weiß den Ort, trotz der darauf liegenden Erdschicht, zu entdecken. Habt ihr das verstanden, Sir? Yes. Schon wieder nur yes. Mr. Meyer, ich sage euch, wenn ihr es euch nicht angewöhnt, den Mund mehr aufzutun, werdet ihr es im Leben nicht weit bringen. Denn wer nicht mit seinem Mund weg umzugehen weiß, der bleibt immer auf derselben Stelle sitzen. Prost. Das war's. Prost, Freunde, auf euer Wohl. Das war Kapitel 10 von Karl Mays Roman Weihnacht. Ja, mir hat Spaß gemacht. Alles Liebe für euch, alles Gute. Bleibt schön gesund in dieser verrückten Zeit. Und frohe Weihnachten und immer auf den Weihnachten, nicht wahr? Jo, wie gesagt, take it easy. Vielleicht sieht man sich wieder mal auf einer Karl-May-Bühne. Mich würde es freuen. Also, bis dann, euer Peter Bechtel. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Bitte helfen auch Sie. Jetzt unter schlaganfall-hilfe.de/Karl May.